Heumilchwirtschaft ist die ursprünglichste Form der Milchgewinnung. Seit jeher wird dabei die Fütterung der Tiere an den natürlichen Verlauf des Jahres angepasst. Die Bauern leben Jahr aus, Jahr ein mit der Natur und passen sich den Jahreszeiten und deren Bedingungen an. In den Sommermonaten ernähren sich die Kühe von frischen Gräsern und Kräutern. Im Winter kommt das über den Sommer getrocknete Heu auf den Speiseplan. Europaweit betreiben gerade noch 3% der Bauern Heumilchlandwirtschaft. In Österreich liegt der Anteil bei 15%. Vor allem in den Berggebieten wird nach dieser traditionellen Art gewirtschaftet. So zum Beispiel auf dem Hof der Familie Fankhauser, wie uns Thomas, ein Heumilchbauer aus Leidenschaft, verrät. Seit ich denken kann, wird bei uns auf dem Hof Heumilchwirtschaft betrieben, weil ein frisches Gras und ein gutes Heu das Beste für unsere Kühe ist. Mit der Fütterung dann müssen wir ein bisschen den Jahreslauf anpassen. Im Frühjahr und im Herbst kommen unsere Kühe auf die Weide und den Sommer über verbringen sie auf der Alm auf über 1700 Meter. Wenn sie draußen sind, dann können sie aus einer Vielzahl von Gräsern und Kräutern auswählen und genau das fressen, was ihnen am besten schmeckt. Im Winter kriegen bei uns die Kühe Heu, das wir im Sommer auf unseren Wiesen in der Sonne getrocknet haben, und eine kleine Menge Getreideschrot dazu. Gärfuttermittel wie Silage werden bei uns keine verfüttert, weil das in den Heumilchrichtlinien drinnen steht und strengstens verboten ist. Und unsere Milch schmeckt so auch um einiges besser. Durch die Fütterung bleiben unsere Kühe gesund und kräftig. Und das merkt man auch an der guten Milch, die sie dann geben. Über die Artenvielfalt auf den Heumilchwiesen weiß niemand besser Bescheid als der Innsbrucker Botaniker Konrad Pagitz. Den österreichischen Heumilchkühen stehen auf Österreichs Wiesen, Weiden und Almen eine Vielzahl verschiedener Arten zur Verfügung, mehr als 1000 Arten insgesamt, die nicht nur geschmackvoll sind und für eine ausgewogene Ernährung sorgen, sondern auch für Wohlbefinden für die Tiere und Menschen sorgen können. Der Wundklee als Leguminose sorgt wie viele andere Hülsenfrüchtler für einen entsprechenden Eiweißgehalt im Futter. Der Glatthafer ist das typische Gras der Glatthaferwiesen, das sind unsere Kulturwiesen in den Tälern, und ist als Gras für entsprechenden Nährstoffgehalt verantwortlich. Genau dieser Artenreichtum und die naturnahe Fütterungsweise machen den Unterschied. Und daher ist Heumilch so besonders wertvoll. Ein strenges Regulativ und unabhängige Kontrollen stellen sicher, dass auch wirklich nur Heumilch drin ist, wo Heumilch draufsteht. Ja, das frische, kraftvolle Futter heraus und die Bewegung dazu, die frische Luft, das ist schon einfach optimal für meine Kühe. Da fühlen sie sich gleich viel wohler. Und die Milch ist natürlich dann auch einiges besser. Und das schmeckt man.